Willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir sind stehen geblieben in Welt Nummer 5, Rapture, und haben dort schon die Level 1 bis 6 abgeschlossen, plus eben die wohl härteste Wolfstorm im gesamten Spiel, The Guy. Und ich würde sagen, wir starten mit dem regulären Level Nummer 7, The Fallen. Und ich denke, wir nehmen jetzt auch schon den Charakter, den wir in The Guy freigeschaltet haben. Und zwar diesen Knaben hier, The Kid aus I Wanna Be The Guy, der einen Doppelsprung hat und offensichtlich nicht der Typ ist, so wie es da steht. Los geht's. Und ich denke mir, dass wir jetzt mit The Kid spielen können, haben wir uns richtig verdient. Denn es hat ja doch einige Anläufe gebraucht, bis wir ihn endlich freigeschaltet haben. Den Knaben habe ich ja schon im letzten Part etwas erklärt. Kid hat quasi einen Doppelsprung. Ist auch relativ schnell. Zwar, ouch, das war doof. Zwar nicht so schnell wie Meat Boy, aber immerhin schneller als die... So ziemlich jeden Charakter, könnte man sagen. Also durch seinen Doppelsprung könnte man ihn quasi als Okno nur in schnell bezeichnen. So, das ist besser. Und macht ihn eben zu einem der besseren Charaktere im gesamten Spiel. Hi Bandage Girl, A+. Alles klar, weiter geht's. Okay, ja, hier möchte ich doch lieber zum Meat Boy wechseln. Denn hier brauche ich auf jeden Fall seine Schnelligkeit. So, um uns hier irgendwie durch zu navigieren. Mittig! Puh, das war knapp. Aber hat gepasst. Hier wollen wir so springen. Okay. Die letzte Hürde quasi. Ah, verdammt! Und ich verkacke es. Na egal. Versuch Nummer 2. So. Das sieht... Ah, verdammt! Da dachte ich, es hätte ich gepackt, aber es hätte ich sehr wohl gepackt, gell? Das sah nur wahnsinnig knapp aus. Dann lieber mal in den Tod springen, statt sich irgendwie in die Freiheit zu retten. So. Okay. Ich will nicht bestreiten, dass dieser Sprung jetzt in sich hat, aber jetzt hat's gepasst. A+. Weiter geht's. So, hier wollen wir erst hier nach oben gehen, denn... Ah, verdammt, da bin ich zu weit gesprungen. Aber perfekt in die Lücke, wie man da reinkommt. Hier befindet sich ein Pflaster. Ziemlich gut versteckt. Und die sind quasi, ja, untote Meat Boys. Aber die haben wir ja schon im letzten Endboss-Fight kennengelernt. Nur da haben sie sich manifestiert in Little Horn. Und hier kommen sie halt eben einzeln vor. Hi, Bandage Girl. Oh, das hat nicht gereicht. Egal. Erstmal das Pflaster. Gehen wir nochmal rein für die A-Plus-Zeit. Ah, und sie können springen. Das ist... Ja, jetzt springst du nicht, oder was? Das ist ziemlich... nervig. Ach, na komm. Ich nehme die Abkürzung da oben. Ist zwar... Oder so. Okay, überredet, Meat Boy. Oh, verdammt. Das ist, denke ich mal, ein bisschen sicherer, hier die Abkürzung zu... Naja, obwohl, das sind ja auch Sägen, gell? Egal, ich mach's so lieber. Dann nehmen wir eine Extra-Runde. Ungefähr so. Locken euch dahin. Jetzt erschweren die mir den Eingang. Kommt mal her, Leute. Oh nein, verdammt. Sehr ungesund, wenn man sich den Kopf stößt. Das habe ich zur Genüge schon... Jetzt springst du schon wieder nicht, obwohl ich doch gesprungen bin. Komm mal her. So ungefähr. Okay, hoch, dann... So. Oh. Die sind wahnsinnig fies, diese Viecher. Komm mal her. So, jetzt aber. Jetzt spielen wir mal ernsthaft. Oh, oh, oh. Okay. Vielleicht wäre es nicht so verkehrt... Hätte ich mir mal die A-Plus-Zeit hier angeschaut. Das sieht nämlich ziemlich knapp aus, aber, oder? Ja, es reicht noch. Sehr schön, A-Plus. Und haben wir schon einige Versuche für gebraucht, gell? Aber egal, weiter geht's. Hier geht's auch einen lustigen Trick. Hier spawnen wieder diese Typen, aber... indem wir sie einfach in die Säge hier locken, können wir die beiden erstmal beseitigen. Den Schlüssel holen. Und zu unseren... Ah, verdammt. Da bin ich so knapp abgesprungen. Zu unserem Mädchen gelangen, wollte ich sagen. Komm mal her. Jetzt kommst du auch hier hin. Wir warten auf den... Oh, den Schlüssel. So aber. Hi, Bandage Girl. A+. Weiter geht's. Oh, kaum ins Level reingekommen. Schon werden wir verfolgt. Und hier sind wieder unsere netten Magnetfelder. Hier hoch. Hier durch. Hi, Bandage Girl. A+. Sehr schön. Weiter geht's. Und, ah stimmt, hier wollen wir erstmal hier hoch. Genau, da sieht man schon. Die
Warp Zone. Die dritte und letzte Warp Zone, die wir in der Lichtwelt kennengelernt haben. Damit wär's. Das wäre die letzte Warp Zone in der Lichtwelt, tatsächlich. Geben wir unser Bestes. Okay. Hier rüber und... Ah, verdammt. Darunter wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auf diesen kleinen Vorsprung hier, um das Laster zu holen. Und irgendwie... Schaut euch schon mal die Sonne an. Irgendwie finde ich die ziemlich cool. 8-Bit-Sonne, yeah! So, hier runter. Dann hier mittig für den Schlüssel. Diesen kleinen Sprung. Hi, Bandage Girl! So, jetzt wollen wir hier landen. Dann hier hoch. Genau. Erstmal ein paar Steine aufbröckeln, dass wir ein bisschen Spielraum haben. Schnell nach oben. Und jetzt gehen die... Boah, das war knapp. Jetzt gehen die Schlösser weg und mit einem Konten... Weitsprung! Boah! So, Bandage Girl. Hi. Das hat gepasst. Level Nummer 3. Auch nicht so einfach. Wie machen wir das? Ich glaube, ich will es lieber so machen. Genau, dann haben wir den Schlüssel. Machen wir hier auf. Holen wir uns den Schlüssel. Ungefähr passt das, wenn ich hier einen Walljump... Ah, verdammt! Nee, das wäre zu risikoreich, würde ich sagen. Okay, wir wollen quasi so hoch wie das Pflaster, genau. Dann machen wir die erstmal auf. Dann holen wir uns den Schlüssel, gehen wieder zurück, machen den auf, landen hier auf den Vorsprung, springen hoch, genau. Springen hier rüber und versuchen jetzt irgendwie zu Bandage Girl zu gelangen. Okay. Hier durch... Hier. Hi, Bandage Girl. Ist ein anderer Warp Zone, alles klar. Okay, damit hätten wir die zweite Warp Zone, die dritte Warp Zone, Entschuldigung, die dritte Warp Zone für diese Welt freigeschaltet, Sunshine Island mit zwei Pflastern. Weiter geht's mit Level Nummer 12. Und diesmal wieder der Kid. Ich habe ja schon es angedeutet, der wird uns sehr oft hier noch in dieser Welt begleiten. Mit dem Kid können wir quasi einfach hier drüber springen. Die Sachen hier überspringen. Oh, ach, knapp. 8 Sekunden. Genau, hier unten war ja ein Pflaster versteckt. Ich erinnere mich. Jetzt hier durch. Hi, Bandage Girl. Hier ist erstmal dein Pflaster. Gut, ich schätze mal, mit Meat Boy wären wir da eh nicht dran gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Und in einem... Oh, verdammt, das war gemein. Das war gemein. Da muss ich doch nochmal zwischenlanden. Ungefähr... So. Ah, oh, was? Ah, oh, die Plattform verarschen mich regelrecht. Oh. Okay, und das kann ab und zu auch mal passieren, dass man einfach so in die Warpzone reinspringt. Aber die kennen wir ja jetzt schon. Ja, wir wollen nochmal rein für die Abschlusszeit. Mit The Kids. So, ups, das war doof. Diesmal nicht nochmal die Warp Zone, indem wir einfach drüber springen. Okay, diesmal genau, danke schön. Diesmal verarschst du mich nicht. A plus. Weiter geht's. Oh ja, ich erinnere mich hier dran. Dieser Level hier ist auch bedeutend einfacher mit The Kid. Beziehungsweise halt, wenn man einen schnellen Charakter hat, der eben einen Doppelsprung hat. Und ja, das ist eben The Kid. So. Boah! Dankeschön. Aber ob das noch für die Abschlusszeit ausreicht, ich bezweifle es. Ja, wir suchen es aber dennoch. Komm, komm! Nee, das können wir vergessen. 20 Sekunden, ich glaube, das reicht im Leben nicht aus dafür. So. Okay. Dann wollen wir hier rüber, dann wollen wir hier rüber und in einem zu Bandage Girl. Hi. Ja, das hat gereicht. A plus. Weiter geht's. Ah, die Map kenne ich auch. Die können wir auch in einem... Uah, Weitsprung. Puh, das hat gepasst. Können wir auch quasi umgehen, indem wir einfach hier am äußeren Rand entlang springen. Mit The Kid. Hi, Bandage Girl. A plus. Und schaut mal, wir haben 30,5 Sekunden für die Map gehabt. Weiter geht's. Level Nummer 15 und... Oh, 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 wir werden verfolgt, wir werden verfolgt. Geh mal weg, Wurm. Ah! Nee, ich glaube da... Komm.
Da muss Meat Boy wieder ran. Dankeschön, The Kid. Aber jetzt brauche ich Meat Boys Schnelligkeit wieder. Ah. Seht ihr? Schon wieder in den Kopf gestoßen. Das ist sehr ungesund. Das bereitet Kopfschmerzen. Und im Falle von Meat Boy den Tod. So, hier rüber. Dazwischen landen. Ich weiß, sind das... Das sind Würmer, gell? Irgendwelche komischen weißen Würmer. Also nicht die, die sich bewegen. Das sind ja offensichtlich Würmer. Ich meine diese... dieses weiße Zeug hier, was sich hier befindet. Oh, das war knapp. Aber es hat gereicht. Hi, Bennett Girl. A plus. Weiter geht's. Und genau, hier möchte ich auch nochmal The Kid benutzen. So. Hier können wir auch versuchen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Uah, ja. Hi, Bennett Girl. A plus. Lust das Pflaster. Aber okay, vielleicht wird sich der eine oder andere meckern. Ich gehe nochmal regulär in das Level, um es mal zu zeigen. Hier müssen wir quasi... Oh, und hier ist unser Freund. Hier müssen wir quasi dann hier entlang, hier entlang, hier entlang. Also an sich nicht so schwer, aber... so wie ich es eben gemacht habe, ist es bedeutend einfacher gewesen. Und schneller auf jeden Fall. So, okay. Haben wir es auf diese Weise eben auch nochmal gemacht. Hi, Bandage Girl. Weiter geht's. Mit Level Nummer 17. Oh, und schon fort getötet. Komm, ich brauch dich wieder, Meat Boy. So, hier durch. Jetzt. Ah, oh, verdammt. Müssen wir ein bisschen koordinierter sein. Ungefähr jetzt. Sehr schön, das passt. Raketenturm. Mach uns das mal auf. Dankeschön. Ah, und fernsuchende Sägen. Auch nicht schlecht. Autsch. Nette Idee, Dr. Fetus. So, oh verdammt, jetzt stelle ich mich aber auch an. Guck mal hier. So, jetzt wollen wir ungefähr hier landen. Mach mal auf. Dankeschön. So, hier durch. Dann hier. Mach uns mal auf. Danke. Hi, Bandage Girl. A plus. Weiter geht's. Und, oh ja. Hier wollen wir wieder den Charakter wechseln. Zu The Kid. Oh, verdammt. Hol uns mal den Schlüssel und am liebsten auch das Pflaster. Ah, das will ich... Das muss man, denke ich mal, in einem Rutschen schaffen. Ungefähr so. Verdammt. Nee, das war doof. Ah, ich warte lieber eine ab, bis die diagonal schießen. Ungefähr so. Komm mal hoch. Verdammt. Okay, schießt. Jetzt wollen wir... Ah, Mist. Aber das könnte ich in einem alles bekommen. Ungefähr so. Den Schlüssel haben wir. Ah, das Pflaster, das Pflaster. Ich mach's anders. Ich mach's anders. So ungefähr. Ah, verdammt. Da war ich zu langsam. Nee. So geht's auf keinen Fall. Ah, wie machen wir das am besten? Jetzt ungefähr. Schlüssel und... Nein, Pflaster meinte ich. Okay, Schlüssel haben wir. Aber das Pflaster habe ich noch nicht, ne? Okay. Dann eben... Ah, Mist, da bin ich zu schnell. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, das zu machen. Ungefähr so. Und möglichst nicht von der Rakete treffen lassen. Oder ich hab's, ich hab die Idee. Ungefähr so. Ah, das war zu knapp. Aber das sieht gut aus, ja. Dann holen wir uns den Schlüssel und wollen hier landen. Denn hier sind wir relativ sicher, indem wir einfach hier die ganze Zeit den Doppelsprung ausführen. Beziehungsweise den Walljump, nicht den Doppelsprung. Und im richtigen Moment rüber gehen zu Bandage Girl. Hi. Hier hast du erstmal den Pflaster. Gehen wir nochmal rein. Oh, damit hätten wir Captain Viridian freigeschaltet. Aus VVVVV. Yeah. Das bedeutet quasi, wir haben 90 Pflaster schon gesammelt. Hey, nicht schlecht. Fehlen noch 10. Oder haben wir 91 Pflaster gesammelt? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, das können wir uns gleich nochmal ansehen. Verdammt. Das war doof. So, Schlüssel. Und ouch.
bin ich wieder hier zurück. Vielleicht gibt es noch andere Taktiken, aber ich weiß nicht. Ich habe die mir irgendwann mal ausgeklügelt und schaut mal, uns erwischt nichts, bis auf diese dumme Säge. Komm, schießt mal so. Dann wollen wir wieder zurück. Verdammt, jetzt bin ich nach unten gerutscht. Eben keine leichte Stage. Ich habe ja gesagt, Rapture hat's in sich. Rapture hat's in sich. Okay, komm schon. Keinen Fehler machen. Ungefähr jetzt. Ah! Diese verdammten Raketen schießen einfach zu präzise. Ah, verdammt. Oh, Mist. Genau reingefallen. Oh, jetzt in die Säge hinein. Ah, wie habe ich das denn eben gemacht? So ungefähr. Aber jetzt bin ich wieder abgerutscht. Nein, nicht in die Säge hinein. Komm schon. Hit. Lass uns nicht in den Stich. So, okay. Ach. Schon wieder in die Säge. Ah, Mist. In die Rakete. Das wird kein Zuckerschlecken hier. Da, 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 da. Ah, das hat gepasst. Okay. Jetzt auf die Sägen aufpassen und nicht gleich wieder in die Rakete fliegen. Okay, wie weit sind wir? Ungefähr jetzt. Oh! Ja! Was? Das hat nicht für die Abschlusszeit gereicht? Wie weit... Das will ich aber jetzt mal sehen. Wie lange haben wir dafür gebraucht? Hm. 10, 11... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so knapp waren. 17,60. Na gut. Versuch nochmal. Keine Ahnung. 1000. Zumindest gefühlt. Okay. Zip, zip, zip. Oh. Ja, das hat gereicht. A+. Puh, mal kurz den Schweiß von der Stirn wischen. Weiter geht's. Level Nummer 19. Nein, dankeschön, The Kid, aber diesmal muss wieder Meat Boy ran. So. Ungefähr so, genau. Macht uns mal da unten auf und dann hier auf. Dass wir den Schalter... Oh, verdammt. Da war ich zu langsam. Ach, diese fernlinksuchenden... Sägen finde ich auch ziemlich gemein. Puh, das war knapp. Okay, jetzt wollen wir ungefähr. Und jetzt diese Nettigkeit. Komm mal her. Jetzt. Zap, 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 zap. Dann hier. Bandage Girl. Hi. A+. Sehr schön. Weiter geht's. Level Nummer 20. Judgment. Und ich glaube, hier möchte ich auch mit der Kid reingehen. Ja, ah, das ist übrigens Captain Viridian, den wir freigeschaltet haben. So, zumindest sein Symbol. Den werde ich euch auf jeden Fall auch irgendwann mal präsentieren. Habe ich ja schon mal angesagt. Autsch. Okay, das will ich anders machen. Ich will euch erstmal hier rüber locken, damit ihr mir keine Schande eben macht. So, genau, schlaft schön. Es sei euch gegönnt, verdammt. Dabei hatte ich die gerade so gut in Schach gehalten. Kommt mal her. So, okay. Oh nein. Ah, ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich mit der Kit ein bisschen hastiger als... So, okay. Als mit Meat Boy. Eben weil er so schnell ist und diesen Doppelsprung drauf hat. So, kommt mal her, Jungs. Macht mir auf. Oh, dankeschön. Jetzt habe ich ein viel größeres Spektrum. Okay, Leute, kommt mal her. Oh, war ja. Pflaster! Ah, das tut weh. Das tut weh. Nicht nur The Kids, sondern auch mir. Ups. So, okay. So, ja, das ist auch kein einfaches Pflaster, muss ich gestehen. Oh, das war knapp. Ungefähr so. Hey. Hi, Bandage Girl. Deine Abschlusszeit, dein Pflaster und unser Segen. Sehr schön. Und gar nicht mal so viele Kids, die da rumlaufen.
Alles klar. Das wär's. Wir haben tatsächlich Welt Nummer 5, Rapture, die Lichtwelt abgeschlossen. Mit allen Ablusszeiten, mit den drei Warp-Zones und selbstverständlich, ich will's nochmal betonen, The Guy. Mit der Warp-Zone The Guy. Aber bevor wir uns letztendlich den Endboss uns entgegenstellen, ihr wisst es schon, kümmern wir uns um die Dunkelwelt. Aber erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.